Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Wir feiern Gottesdienst am Sonntag Misericordias Domini, die Barmherzigkeit des Herrn. Und wenn Sie Geräusche im Hintergrund hören, an der Kirche wird gebaut, im Moment wird gerade das Gerüst abgebaut. Lasst uns miteinander still werden und beten. Gott, du bist hier, unsichtbar anwesend und schenkst uns deinen Geist. Komm in unsere Herzen, an den Orten, an denen wir gerade sind, in der Kirche, zu Hause, unterwegs, in unserem Leben. Sei uns ein guter Hirte lebenslang. Amen. Wir beten gemeinsam mit Worten des 23. Psalms. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Alttestamentliche Lesung aus dem Buch des Propheten Hesekiel, 34. Kapitel. Des Herrn Wort geschah zu mir. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die besten Weiden führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott, der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr. Halleluja. Der Herr ist mein getreuer Hirt, hält mich in seiner Hute. Darin mir gar nicht mangeln wird, jemals an einem Gute. Er weidet mich ohn Unterlass, darauf wächst
wächst, das wohlschmeckend Gras seines heilsamen Wortes. Zum reinen Wasser er mich weist, das mich erquickt so gute. Das ist sein werter Heilger Geist, der mich macht wohlgemute. Er führet mich auf rechter Straß, in seinem Gebot ohne Unterlass, um seines Namens willen. Ob ich wandert im finstern Tal, fürcht ich doch kein Unglück. In Leid, Verfolgung und Trübsal ist dieser Welt Tücke. Denn du bist bei mir stetiglich, dein Stab und Stecken trösten mich, auf dein Wort ich mich lasse. Du breitest vor mir einen Tisch, vor mein Freund allenthalben. Machst mein Herz unverzaget frisch, mein Haupt tust du mir salben. Mit deinem Geist der Freudenöl und schenkst es voll ein meiner Seele, deiner geistlichen Freuden. Gutes und viel Barmherzigkeit folgen mir nach im Leben, und ich werd bleiben alle Zeit im Haus des Herrn leben. Auf Erd in der christlichen Gemein und nach dem Tode werd ich sein bei Christus meinem Herrn. Das Evangelium zum heutigen Sonntag Misericordias Domini steht bei Johannes im 10. Kapitel. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Amen. Gottes Friede sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Gott als unser Hirte. Ein schönes Bild, das uns immer wieder bewegt. Ich denke an romantische Urlaubsbilder. Hügelige Landschaft, eine Herde und darin ein Hirte, der aus seiner Flöte so schön spielt. Wir haben romantische Vorstellungen, wie es ist, Hirte zu sein. Aber das Leben eines Hirten, es ist anstrengend, damals wie heute.
Ein Hirte muss seine Schafe im Blick haben. Er muss darauf achten, wo sind Gefahrenstellen, wo sind Raubtiere, wo sind Räuber, drohen Krankheiten. Ein Hirte, ein anstrengender Beruf, eine anstrengende Tätigkeit. Aber noch etwas anderes trübt unser romantisches Bild. Scherzhaft sagen wir ja manchmal, dass in dieser Gemeinde Schäfchen zusammenkommen. Aber möchten Sie ernsthaft als Schafe angeredet werden, liebe Gemeinde? Verstehen Sie sich als eine Schafherde? Oder sind wir nicht alle ganz stolz darauf, eigenständige, einmalige Individuen zu sein? Wir wollen gerade nicht Teil einer großen Masse sein, sondern wir sind froh, wenn wir als einzelne Menschen gesehen, angesehen werden und froh, dass Gott uns so unterschiedlich geschaffen hat. Das Bild Gott als der gute Hirte und wir seine Schafe, es hat mehrere Ebenen. Manches davon spricht uns an, berührt uns, anderes macht es uns schwierig, Teil einer Herde zu sein. Gott als der gute Hirte, so wie er beim Propheten Ezechiel beschrieben ist, der Hirte, der sich kümmert, der seine Schafe weidet, damit sie fett werden, damit sie Wolle bringen und Milch bringen. Wenn wir an Schafhirten denken, an Herden denken, dann blenden wir meistens aus, dass diese Schafe gezüchtet werden, damit wir Menschen sie irgendwann mal essen. Wir machen das nicht aus Großherzigkeit, sondern wir wollen etwas von diesen Tieren. Und wenn Gott sich um uns kümmert, dann will er etwas von uns, dann braucht er uns für etwas. Er hat seine Pläne mit uns, er will, dass wir gute Frucht bringen. Wenn Gott sich um uns kümmert, dann ist das sein Plan für uns, für unser Leben, was wir tun sollen, was wir lassen sollen, wie wir miteinander leben sollen. Das andere, wenn wir wirklich begreifen, dass wir Menschen eine Herde sind, wenn wir begreifen, dass wir als Gemeinde eine Herde sind, dann heißt das, wir müssen immer auch die anderen mit in den Blick nehmen. In einer Herde muss man manchmal darauf verzichten, das zu tun, was man gerne möchte. Wenn die Herde gemeinsam weiterzieht, dann kann keiner vorwegrennen, dann darf keiner zurückbleiben und keiner einen anderen Weg gehen. Als Herde muss man miteinander sich einigen, aufeinander hören, aufeinander achten. Gottes Auftrag für uns, wenn er der gute Hirte ist und wir seine Schafe, dann sollen wir uns als Herde begreifen, als Herde, dass wir einander stützen und stärken, dass wir dafür sorgen, dass die Schwachen nicht zurückbleiben, dass die Schnellen nicht vorwegrennen. Gott, der gute Hirte und wir seine Herde. Jesus sagt im Evangelium, das wir gerade gehört haben, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Gott ist der gute Hirte. Sein Amt endet nicht da, wo wir an Grenzen kommen. Sein Amt, uns zu bewahren und zu behüten, geht weiter, als wir sehen und denken können. Er geht immer mit uns. Er geht mit uns auch da, wo Gefahren drohen, da, wo Krankheiten sind, da, wo Raubtiere kommen, da, wo Dürrezeiten kommen. Er geht mit uns auch durch dunkle Täler. Darauf dürfen wir vertrauen. Amen. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen, über alles Geld und Gut. Wer auf Gott sein Hoffnung setzet, der behält ganz unverletzet einen freien Heldenmut.
der mich bisher hat ernähret und mir manches Glück bescheret, ist und bleibet ewig mein, der mich wunderbar geführet und noch leitet und regieret, wird fortin mein Helfer sein. Sollt ich mich bemühen um Sachen, die nur Sorg und Unruh machen und ganz unbeständig sind. Nein, ich will nach Gütern ringen, die mir wahre Ruhe bringen, die man in der Welt nicht findet. Hoffnung kann das Herz erquicken, was ich wünsche, wird sich schicken, wenn es meinem Gott gefällt. Meine Seele, Leib und Leben hab ich seiner Gnad ergeben und ihm alles heimgestellt. Soll ich hier noch länger leben, will ich ihm nicht widerstreben, ich verlasse mich auf ihn. Ist doch nichts, das lang besteht, alles Irdische vergeht und fährt wie ein Strom dahin. Wir halten miteinander Fürbitte und wieder nehmen wir Anliegen in unsere Fürbitte auf, die an der Gebetswand angebracht wurden. Nach jeder Bitte singen wir Misericordias Domini. Lieber Gott, danke, dass du für uns diesen Weg gegangen bist. Öffne Menschen die Augen, dass sie einen Spalt in dein Reich erblicken dürfen und das warme Licht spüren und deine Schönheit sehen können. Strecke du ihnen deine Hand aus und führe sie zum Glauben, sodass sie jeden Tag Zuversicht und Stärke durch dich spüren dürfen. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Ich baue auf Gott und darauf, dass meine Mutter, die heute Geburtstag gehabt hätte, jetzt bei ihm ist. Wir vertrauen dir unsere Toten an, im Vertrauen, dass du sie geborgen hältst. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Lieber Gott, wir bitten dich für alle Kinder, die ihre Freunde, ihre Erzieherinnen und Erzieher und ihre Lehrerinnen und Lehrer vermissen. Schenke du ihnen Geduld und ihren Eltern die Kraft, wenn Ärger, Wut oder Verzweiflung aus ihnen rausbrechen, sie zu trösten und zu beruhigen. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Dieses Gebet muss ich Ihnen aus der Nähe zeigen,
Es ist von einem fast dreijährigen Jungen geschrieben. Ich kann es nicht lesen, aber es sind ja ganz oft Gebete anderer, die wir nicht verstehen. Gott, wir bitten dich für all das Seufzen, für all das Lachen, für all das Weinen, für alle laut und leise gesprochenen Gebete. Wir vertrauen darauf, dass du uns hörst. Misericordiam Domini in eternum cantabo. Misericordiam Domini in eternum cantabo. Und alles, was wir auf dem Herzen haben, was uns bewegt und beschäftigt, das nehmen wir mit hinein in die Worte deines Gebets, das die ganze Welt umspannt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden.